und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute soll es darum gehen, wie man diesen Socken strickt. Das ist eigentlich total einfach, Socken stricken. Und das wollte ich euch in diesem Video erzählen. Man fängt bei dem Socken, man strickt den vom Bündchen an und dann hoch über die Ferse und dann bis zur Spitze. Und das alles werden wir machen. So, Achtung, der Hund, es wackelt. Ihr braucht dafür zuallererst Wolle. So, ich habe diese hier. Das wird ein Socken für meine Oma und wir stricken jetzt genau den zweiten dafür. Dann braucht ihr ein Maßband, um das Ganze abzumessen oder beziehungsweise den zweiten, also den ersten Socken. Ich halte mir das dann einfach alles für das Bündchen nur so an und gucke auch, wie ist das hier ungefähr. Und den Fuß müsst ihr ausmessen. Also für Größe 39 müsst ihr von hier hinten bis zum Anfang der Spitze müssen es 20 cm sein. 20 cm sein. Dafür braucht ihr das Maßband oder ein richtiges Band. Ich habe hier zum Ausziehen was ganz stumpf. So, und dann braucht ihr natürlich auch ein Nadelspiel. Ich liebe ja das aus Bambus. Also ich komme mit dem am allerbesten klar. Die aus Metall. Ich bin halt ein Grobmotoriker, ne? Man muss es so sagen, wie es ist. Ich komme mit denen absolut nicht klar. Also ich habe jetzt eins gefunden, das ist so ein bisschen griffiger. Das kann ich euch ja gleich mal zeigen oder später. Also am besten komme ich mit den Bambusnadeln klar. Die sind echt super. So, dann fangen wir mal an mit der Socke. Und zwar nehmen wir uns von dem Faden. Ich nehme immer so, hier ist das Ende vom Faden. Ich nehme das immer in der Hand und ziehe einmal meine Arme so auseinander. So, dann habe ich hier, wie viel ist das? Das habe ich hier als Faden. So, und dann fangen wir ganz einfach an. Wir schlagen 60 Maschen an. Ihr könnt gucken, es gibt ja verschiedene, könnt ihr einfach googeln, Socken oder Maschenanschlag bei Socken und dann seht ihr dann schon bei Größe 39, bei Größe 40, bei Größe so und so viel, wie viele Maschen ihr anschlagen müsst. Ich für diesen Socken ist in Größe 39, muss 60 Maschen anschlagen. Das machen wir jetzt zuerst. Wie man Maschen anschlägt, habe ich euch schon mal gezeigt im Video. Das kann ich euch hier oben verlinken. Ich erkläre das noch kurz. Also wir gehen hier rein. Dadurch haben die erste Masche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich stelle mal auf schnell. So, jetzt haben wir hier unsere Maschen angeschlagen und ich zähle, also wichtig ist, dass die hier nicht verdreht sind irgendwie, ne? Dass er irgendwie, dass das hier so aussieht, sondern dass es alles schön in eine Richtung zeigt. So, dann zähle ich persönlich die Maschen nochmal nach, weil manchmal ist man ja auch zu blöd zum Zählen, ne? Also 60 Maschen sollen es sein und dann ordne ich mir schon mal die Fäden. Das hier ist der Anschlagsfaden, der rote, das ist jetzt natürlich bei dieser Wolle super, dass man das so erkennen kann. Und der helle ist der Strickfaden. So, wie gesagt, ich zähle das jetzt nochmal und dann geht es weiter, dass ihr auch wirklich eure Maschenanzahl auf der Nadel habt. So, es sind 60 Maschen hier auf der Nadel. Und ich glaube, beim fünften Mal durchzählen wird es auch nicht besser. So, dann hole ich mir schon mal hier genug Faden. Mache mir schon mal alles soweit fertig. Und wie gesagt, achte immer darauf, dass das alles schön nach unten zeigt, die Maschen. So, wir haben ja jetzt so alles angeschlagen. Jetzt nehmen wir das in die linke Hand, nehmen uns eine Nadel vom Nadelspiel und ich persönlich stricke jetzt schon im Muster. Ihr könnt eventuell auch, oder ich weiß nicht, also ich stricke im Muster, ihr könnt auch vielleicht zur Übung die erste Reihe einfach rechts stricken. Das ist jetzt für mich persönlich nichts. Da wäre es passiert, habt ihr das gesehen? So, dann beginnen wir. Und zwar, ich hole nochmal den Socken.
sind wir jetzt hier am Bündchen. Hier unten. Wir stricken jetzt das Bündchen hoch und da haben wir in dem Muster zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links. So, 15, also es kommen jetzt 15 Maschen hier auf eine Nadel. Lässt sich natürlich nicht gut aufteilen, aber das Muster geht hinterher dann auf. Weil wir haben ja 60 Maschen insgesamt. So, also hier unten sind wir jetzt. Nur noch mal zur Veranschaulichung. So, dann geht es los. Wir stricken. Rechts. Jo. Es fängt schon gut an. Seht ihr das? So gut, das ist die erste Masche, die ich verloren habe. Heute ist auch was los. Also, wir fangen an. Rechts. Und ich halte das immer hier noch fest, dass es dann schön fest ist. Die erste Reihe ist immer knifflig. So. Zwei rechts. Dann unsere zwei linken. Links. Links. So, schieben das weiter hoch. Rechts. Rechts. Links. Links. So, und jetzt so weit, bis dass wir hier auf dieser Nadel 15 Maschen haben. So, jetzt könnt ihr zählen. Jetzt haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Und jetzt ist die nächste Masche die letzte, eine linke. Also stricken wir die auch ab. So, dann schiebe ich alles schon mal ziemlich weit auf die Nadel, weil mit der sind wir ja durch. So, jetzt hatten wir hier die letzte Masche, war eine linke. Und jetzt stricken wir einfach stumpf genau so weiter. Wir nehmen uns eine Nadel. Und dann geht es hier mit einer linken Masche weiter. Und die lassen wir natürlich nicht hier so rumlabbern, sondern ziehen die richtig schön fest. Und dann geht es weiter im Muster. Wir schieben es wieder ein bisschen weiter hoch. Rechts. Rechts. Links. Ja, die erste Reihe, die ist immer. Ich und meine Ungeduld. So, ich mach mal schnell für euch. So, jetzt sind wir hier bei der letzten Masche, die wird dann links gestrickt, weil das Muster geht ja auf. So, und auch hier schiebe ich die so ein bisschen in die Mitte. So, dann, manchmal muss ich das am nächsten Tag machen, weil ich mich so aufrege. Also dafür braucht man schon Geduld und auch Ruhe. Jetzt haben wir es ja so liegen, die Nadeln. So. Und dann guckt ihr einfach, am besten ist, wenn es so kommt, wenn es von hier aus geht. Hier ist schon irgendwie alles Mögliche verdreht. Boah, da könnte ich schon wieder, das ist schon wieder mein Thema. So. So. Also ihr entfummelt das Ganze. So, so rum ist es richtig. Jetzt wird aber so rum ja nicht gestrickt.
Also machen wir das Ganze so rum. Ich muss da auch immer gucken und dann teilweise, also echt, ich mache es teilweise, dass ich abends die Maschen anschlage und erst am nächsten Tag das fertig lege. So, jetzt haben wir es hier liegen. Jetzt ist hier der kurze Faden, der muss auf dieser Seite liegen. Und hier von der rechten Seite kommt der Strickfaden. So, ich lege mir das dann immer schon mal so hin, wie es später sein soll. Und dann ziehe ich mir das hier ganz nach vorne. Lass das alles wirklich schon so liegen, nehme den Faden auf, lege den teilweise hoch, schiebe mir das ziemlich weit nach vorne und hole mir die erste Masche. Das ist immer etwas trickier, aber es geht. So, dann lasse ich so liegen, hole mir die Masche oder den Faden hier durch, hebe die Masche ganz normal ab und dann haben wir es verbunden. Und dann wird auch hier ganz normal, ich komme mal wieder hinter euch im Muster, das war eine rechte Masche, rechts, links, links. Also es wird ganz normal im Muster weiter gestrickt. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links. So, jetzt haben wir die erste. Warte kurz. So, jetzt haben wir die erste Nadel schon abgestrickt und die auch schon verbunden. Der rote Faden, also der Anfangsfaden, der schlabbert hier so rum. So, dann geht es einfach weiter. Also ich kann am besten stricken, wenn die Nadeln alle, hier unten liegt die abgestrickte und hier oben die ich stricken muss. Dann liegt da wieder die nächste. Und wenn die ich stricken muss, oben liegt. Aber ich glaube, das ist so jeder wie er mag. Ne? Hauptsache es wird gestrickt. So, dann mache ich mal weiter. So, hier ist jetzt Anfang und Ende, also die erste Reihe wieder. Und das wird jetzt einfach ganz normal, stricken wir weiter, als wenn da nichts wäre. Und bleiben natürlich im Muster, immer schön festziehen. Und nach ein paar Runden hat sich das dann auch geschlossen. So, dann würde ich sagen, stricke ich es erstmal weiter. Und ihr könnt es ja auch machen. So, und man kann das hier schon so ein bisschen erahnen, das Muster. Ja. Man sieht auch, es liegt alles richtig. Es ist nichts irgendwie verdreht. Und dann wird jetzt so hoch gestrickt, wie bei dem anderen Socken, beziehungsweise so hoch, wie wir das mögen. Ich glaube, ich habe es jetzt immer so um die 7 cm. Ja, 7,5 cm. So lange wird dann jetzt stumpf, zwei rechts, zwei links gestrickt. Und dann sehen wir uns wieder. So, also wir haben jetzt, hier ist meine Socke oder das, was ich gestrickt habe. Das ist jetzt dieses Teil, das Bündchen. Das haben wir jetzt fertig gestrickt und jetzt stricken wir diesen Teil hier vom Bündchen bis zur Ferse und das geht total einfach,
Ihr nehmt euch, also ihr habt natürlich, das heißt natürlich, ihr habt hier im Bündchenmuster zwei rechts, zwei links gestrickt. Bis hier zum, am Anfang, wo der Faden ist. Deshalb schneide ich den auch nie ab oder vernähe den. So, und dann strickt ihr ganz simpel rechts. Einfach nur stumpf rechts. Über alle Nadeln immer nur rechts. Oder die Spülmaschine. Einfach nur rechts stricken. Auch hier den Wechsel. Einfach nur rechts stricken. Und dann strickt ihr so lange weiter, bis ihr meint, ihr seid an der Ferse oder ihr wollt eine Ferse haben. Also ich habe, das wären ja hier Socken in Größe 39. Da habe ich mir einfach, die halte ich mir selber an meinen Fuß und gucke, wo möchte ich persönlich die Ferse haben. Und ich habe jetzt eine schöne Länge, finde ich. Und dann mache ich das jetzt bei allen Socken. Ansonsten bei meinem Mann, der hat mir Socken gegeben. Und nach denen habe ich mich dann gerichtet. Ja, so halt, ne? So mache ich das mit der Ferse. Dann für meine Schwiegermutter habe ich Socken gestrickt. Die sagte, die wollte das etwas höher haben. Und dann habe ich da halt etwas höher gestrickt, ne? Also es kommt drauf an, wie und was. Man kann ja mit den meisten Leuten, also mit denen, ne? Ist ja für meine Eltern und so, für meine Schwiegermutter. Die haben ja beim letzten Mal schon gesagt, die hätten das gerne so oder so. Wie gesagt, das könnt ihr dann ja selber. Das ist individuell. Da gibt es auch keine Maßangabe oder irgendwas. Ich finde es nur so schön, wenn man jetzt das Bündchen so hat, dass man das noch so umschlagen kann und man kann den Socken trotzdem noch tragen. Das finde ich, sieht halt toll aus. So, aber ansonsten macht, wie ihr das wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Da werde ich, wir stricken jetzt einmal den Socken hier zusammen und dann stelle ich euch aber noch andere Fersenarten vor. Das hier ist eine Bumerang-Ferse. Ich persönlich liebe die. Ich habe letztes Jahr angefangen mit der Käppchen-Ferse, aber ich habe das nie hinbekommen. Da waren immer überall Löcher. Und dann habe ich einmal die Bumerang-Ferse probiert. Die ist, wenn man die nicht kann, erst am Anfang habe ich gedacht, oh Herrscher, das wird nie was mit mir und der. Aber die ist echt super. Also die ist wirklich super. Ich liebe die zu stricken. Und ich finde, die hat auch eine super Passform. Die andere Ferse, die geht ja richtig runter und dann so. Und die, die geht ja einfach nur so einmal rum. Also ich finde, von der Passform her mag ich die viel, viel lieber. Ich trage ja die Socken hauptsächlich ja zum Schlafen oder im Winter, ne? Und mit der Käppchenferse, die verrutschen alle. Die passen mir nicht richtig, die Socken. Aber mit dieser Ferse, die passen hundertprozentig. Also ich schwöre auf die Ferse, deshalb stelle ich euch auch diese Ferse vor. Es folgen dann aber noch, nachdem wir den ganzen Socken gestrickt haben, lade ich euch einige Videos hoch mit anderen Fersenarten, die auch einfacher oder je nachdem, das ist dann glaube ich auch, wie man es so möchte. Wie gesagt, ihr strickt jetzt hier einfach rechts runter, solang wie ihr das haben möchtet. So, und dann sehen wir uns im Video. Ihr wisst, gerne dem Video einen Daumen nach oben da lassen und gerne auch ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!